Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Heute stelle ich euch dieses blaue Plüschkaninchen vor. Einige kennen es vielleicht, und zwar ist das Kikaninchen vom Kika. Hergestellt ist das Stofftier von Simba und wahrscheinlich schon geeignet für ganz kleine Kinder, denn es ist ganz weich, hat keine Knopfaugen, die abfallen könnten. Das Kikaninchen finde ich persönlich super niedlich, besonders die Stimme und die Geschichten, die erzählt werden in diesen kleinen Sequenzen, sind auch total niedlich. Das ist ja so eine Mischung aus gezeichneten oder gemalten, ganz einfachen Figuren und dann dem animierten Kikaninchen. Hier sieht man beispielsweise so eine Sequenz, die gemalt ist mit einem Piraten und einem Elefanten. In einer Folge hat dieser Elefant eine Erkältung. Das ist auch total niedlich, wie sie dann erklären, wie der Zoodirektor dann die Schafe beauftragt, um dem Elefanten dann Hausschuhe aus Wolle zu stricken und einen Schal, damit der Elefant auch wieder gesund wird. Ihr merkt schon, ich schwärme ein bisschen für das Kikaninchen. Ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach mal aus und gucken uns das genauer an. Und hier haben wir jetzt unser Kikaninchen. Diesen kleinen Zettel hier kann man bestimmt abschneiden. Das ist nur ein Waschhinweis oder eine Waschanleitung. Hier steht auch nochmal Kikaninchen. Die Füße sind ein bisschen beschwert, damit auch irgendwie das Gleichgewicht stimmt. Der Kopf ist hingegen ganz leicht. Hinten hat so einen kleinen weißen Puschel. Die Ohren sind auch ganz weich. Ein Stück Pappe oder sowas scheint da drin zu sein, damit die auch aufrecht stehen. Ich finde das Kuscheltier super niedlich. Könnte ich mir auch gut vorstellen als Geschenk zur Geburt oder sowas. Ihr könnt mir ja sagen, wie ihr das Kikaninchen so findet. Meine Meinung dazu kennt ihr ja schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch einen Kommentar, gebt mir ein Like. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!